Herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben in den Abendstunden. Und was ich jetzt mache, ist, ich würde gerne noch hier dieses Feuer fertig machen. Und deswegen laufe ich nochmal kurz zu dem Trailer zurück, wo ich vorhin extra gesagt hatte, die Steine, die brauche ich nicht mitnehmen, denn die gibt es ja wahrscheinlich da sowieso wie Sand am Meer. Denkst du? Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal kurz hin, sammle die ein. Ja, nehmen wir gleich mal ein paar mit. Genau, und dann haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit. Es wird nämlich dunkel. Ich glaube, der Plan ist, dass wir morgen ein bisschen weiter die Umgebung erkunden. Und wir müssten eigentlich den Bären auseinandernehmen. Hier lag noch irgendwas. Oh, Blueberry. Bisschen Verpflegung. Müssten eigentlich den Bären auseinandernehmen. Weil der hat zum einen Fleisch und auch ein bisschen 119 Sekunden. Moment. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ich will mal den Hammer in die Hand nehmen. Shortcut 5. Macht das irgendeinen Unterschied? Nein, ist Quatsch. Okay, der erkennt also automatisch, ob ich einen Hammer im Menü habe oder nicht. Ah, das ist natürlich geil. Das ist wie in The Long Dark. Man muss also etwas zum Anzünden, Zunder und genau, Fuel, also in dem Fall wahrscheinlich Firewood haben. Das finde ich cool. Okay. Klappe zu. Affe tot? Nee, Quatsch. Ich glaube, ich mache mir hier so eine Crowbar. Die wird beim Sk auf Versorgungstour auf jeden Fall richtig nützlich sein, weil wir damit an Schränke rankommen, falls irgendwo was versch oder Türen aufbrechen können. Also denke ich mir mal, dass es permanently closed doors. Okay, hier ist irgendwie ein Bug. Also 6 mal Scrap Metal und 2 Components brauchen wir dafür. Und ich lege die Steine ab. Scrap Metal nehme ich mit. Das mache ich mir noch kurz und dann gehe ich pennen. Crowbar. Genau, die hätte ich gerne. Ich kann leider noch den Auftrag dazu geben, weil ich noch niemanden habe. Okay, einmal. Wir haben noch ein bisschen Feuerholz. Also sieht gar nicht so. Wir haben vor allem auch schon Messer. Wir haben noch leider eine Patrone nur noch. Ist nicht die große Welt, aber es ist etwas. Genau, die legen wir ab. Oh, ich hasche mir irgendwelche Tiere raus, nee. Tree Bark. Legen wir auch ab. Ah, wir brauchen unbedingt mehr Storage. Blueberries, Steine. Können wir hier noch ein paar irgendwie. Ja. Okay, ich will wenigstens die Steine irgendwie alles in einem. Alles von derselben Sorte auch im selben Schrank haben. Gibt wenigstens ein bisschen Übersicht. Also legen wir alles ab. Verband nehmen wir mit. Beefcan. Also was zu essen. Wir nehmen mal hier den Chocolate Bar mit. Und dann essen wir die mal. Das ist echt nicht viel. Drink until enough. Das ist natürlich auch nützlich. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns an. Wie lange? Bis 5 Uhr morgens. Das sind 8 Stunden. Und wir sehen schon, die Erschöpfung nimmt ab. War das? Ah ja, okay, hat er einfach vorgespult. Gut. Wunderbar. Da liegt noch ein Blättchen. Haben wir irgendwie hier Wasser schon gesammelt? Nein. Ich weiß auch nicht, ist das jetzt zum Regenwasser auffangen? Sieht eigentlich nicht so aus.
Dann müsste es ja eigentlich nach oben offen sein. Ich würde sagen, wir brauchen was zu essen. Wir können natürlich auch den Bären auseinandernehmen. Und den grillen. Oh, das sieht auch nicht mehr gut aus. Wie lange dauert das jetzt? Wieso kann ich den nicht butschern? 9 Sekunden geht nicht. Achso, ach, ich trottel. Okay. 30 Minuten, na, die haben wir auf jeden Fall. Komm, wir nehmen mal hier. Wir nehmen mal hier den Kopf. Einfach um es mal auszuprobieren. Wird auch nicht der erste, der letzte Bär sein, den wir hier begegnen. 30 Minuten haben wir. Proceed. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal ein Feuerchen zu machen. Dann machen wir uns die ganze Sache mal warm. Interact. Wir brauchen Fuel, also Firewood. Okay, einmal Logs haben wir. Bum, 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 bum. Dann machen wir uns auf den Weg, um wieder ein bisschen Vorräte zu finden. Firewood. 5 Minuten, ja, die haben wir. Bitte sehr. Und wir hatten ja auch ein bisschen Birke und wir hatten auch schon, hatten wir schon Streichhölzer? Ah, wir haben keine Streichhölzer. Okay, gut. Dann hat sich das auch erstmal erledigt. Fleisch legen wir wieder ab. Essen stattdessen den Scheiß. Eat. Oh, das war kein Fehler, aber. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen verschenkt. Ist egal. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. War aber auch nicht optimal. Okay, und. Ja, ich hatte noch eine Patrone. Ja, ich hatte noch eine Patrone. Jetzt ist die Frage, da waren wir. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig fett aus. 6 Uhr morgens. Stein könnte ich jetzt mitnehmen. Wir brauchen echt irgendwie. Da hinten ist auch noch was. Wir brauchen irgendwie. Oh, das sieht richtig schön aus hier mit dem Licht. Wir brauchen Munition. Und wir brauchen auch definitiv Versorgungsgüter, Nahrung, Wasser. Bis wir uns da irgendwie was selber hergestellt haben. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen langsamer laufen. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwelche Zombies sind, ob hier Banditen sind. Ist schon mal nichts drin. Okay. Wir brauchen auch unbedingt Nahrung. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben auch fast nichts zu trinken mehr. Und wir haben noch eine Cola. Und das war's dann auch schon. Also mit Zombies kann ich es nicht aufnehmen. Irgendwie, das ist ein Schmelzofen, glaube ich. Ich sehe nichts. Da ist auch ein Haus. Okay. Okay, hier ist ein Amboss. Was brauchen wir? Metal Ingot. Okay. Das ist nämlich ein Schmelzofen. Basic Crafting. Melt Materials. Achso, hier. Ah, verstehe. Okay. Ja, okay, da können wir also Zeugs schmelzen. Das sieht aus wie ein Seil. Kann ich nicht aufnehmen. Okay. Kann ich da hoch? Nein. Doch.
Ah ja. Oh nee, es ist so eine glitchy. Oh nee. Oh, ich hab's gewusst. Ah, oh, ich hab's gewusst. Das lasse ich mal lieber. Was ist denn das für ein Mist? Das lasse ich auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr sprinten. Mist. Weil mein Enkel irgendwie verstaucht ist. Aber der heilt zumindest von selbst. Jetzt muss man echt vorsichtig sein. Alles klar. Guck mal, nur zurück. Da ging's so und da ist noch eine Hütte. Da gehen wir erstmal rein. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Ich habe keine Ahnung, was die fressen. An Kugeln. Ich kann nicht rennen. Also wir müssen ja echt, wie im echten Leben, auf Nummer sicher spielen. Jetzt hoffe ich mal, dass da nicht irgendeiner gerade eine Siesta hält. Könnte ich auch als Basis benutzen, mache ich aber natürlich nicht. Ich hoffe, dass hier irgendwas drin ist. Auch nichts. Hm. Naja, wir haben keinen Zeitdruck. Ich nehme hier mal so einen Branch mit. Was brauchte ich eigentlich nochmal für die Pfeile? Ich glaube, da muss ich... Ah, okay. Also, normalen Arrow kann ich schon mal herstellen. Ich glaube, für den Bogen musste ich an die Workbench. Und wir sehen unser, oben, oder an der rechten Seite, unser, ja, was ist, verstauchter Knöchel. Der heilt so ein bisschen von alleine. Und auch unser Health scheint sich so ein bisschen wieder von alleine zu regenerieren. Da oben ist eine Jägerhütte. Und da gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Ammo. Jetzt gucken wir aber erstmal, was es hier gibt. Kann ich das nicht trinken? Ich könnte was trinken, ist aber unsafe. Hm. Okay, ist schon mal ein paar Früchte. Was zu trinken, das ist schon mal sehr gut. Dann kommen wir erstmal wieder über den Tag. Bin ich ein bisschen beruhigt. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Da irgendwo ist unsere Hütte. Die Richtung. Wollen uns ja also erstmal nicht zu weit von entfernen. Genau. Wir sind also eigentlich auch noch nicht weit von unserer Start. Irgendwo hier ist auch unsere Startposition. Oder müsste unsere Startposition sein. Da ist ein Haus. Auto. Nichts drin, außer ein bisschen Gas, also Benzin. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Combat Knife ist das, ne? Ja, genau. Sewing Kit. Also ein Nähset. Und noch ein bisschen Verpflegung. Sehr gut. Kann ich den eigentlich stacken? Nee. Nee, leider nicht. Und das sieht gut aus. Kriegen wir wieder zwei weitere Plätze. Das ist ganz wichtig. Schön. Also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Peu à peu. Da gibt's... Hier scheinen ein paar menschliche Strukturen zu sein. Und da, wo menschliche Strukturen sind, da gibt's in der Regel auch Loot. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich gehe erstmal an das Auto. Ich will die ganze Zeit sprinten, aber Leute, es geht nicht. Es geht leider nicht. Okay. Gibt's nichts zu holen. Aber hier bestimmt. Noch eine Cola, sehr gut. Und ich höre Viecher. Leute, ich höre Viecher. Alter, Scrap. Ja, die sind in den Häusern. Die können aber nicht raus am Tag. Das haben wir doch gelernt. Die können, glaube ich, nicht raus.
Solange wir denen jetzt nicht in die Arme laufen, in den Raum, wo die drin sind, haben wir, glaube ich, nichts vor denen zu befürchten. Ich meine, der Freak, der da irgendwie in dem Bauernhaus drin war, der kam auch nicht raus. Nehme ich jetzt einfach mal an. Okay. Ich höre die Viecher, ich höre die. Hoffentlich ist das kein Fehler. Ich gehe jetzt hier rein. Oh nein. Oh nee, Leute. Die sind, glaube ich, genau da drüber. Oh, sehr gut, Metal Scrap. Wir brauchen Ammunition. Ammo. Wir werden erstmal fleißig looten jetzt. Wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Und beten einfach mal, dass kein Nebel kommt. Das ist eigentlich das Einzige, was uns so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen könnte. Deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir schon mal so anvisieren, auch ein Auto zusammenzuschrauben. Wie viel Platz habe ich noch? Nicht mehr viel. Ich glaube, die lege ich mal ab. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Duct Tape. Survivor's Best Friend, würde ich sagen. Duct Tape. Wood Scrap. Können wir damit irgendwas bauen? Campfire haben wir. Ghetto-Tonne brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Sticks. Cooking Pot. Boiled Water. Ah, ich kann in die Flaschen wahrscheinlich Wasser reinfüllen, ne? Kann das sein? Ich habe noch welche in der Base und in der Nähe der Base ist auch ein See. Die brauche ich jetzt also nicht zwangsläufig mitschleppen. 12 Mal, okay, die kann ich sogar bis zu 12 oder mehr stapeln. Ah, ich will noch ein bisschen Ammo haben. Ammo. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Knöchel ist zur Hälfte wieder regeneriert. Ja, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Das kann ich mir echt nicht leisten, hier nicht dran zu können. Erhöht natürlich auch ein bisschen die Reisezeit. Soll ich die mitnehmen? Komm, ich nehme die mit. Wir sammeln uns die mal langsam zusammen. Und ich guck mal, ob ich irgendwie Schränke bauen kann. Das wäre echt nützlich. Locker. Haben wir, glaube ich, noch. Ich würde sagen, dann schraube ich mir nämlich erstmal so ein paar Schränke zusammen. In der Base. Dass ich da auch ein bisschen mehr unterbringen kann. Metal Scrap. Also voll machen, umdrehen und wieder losgehen. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Die Autos können wir noch durchsuchen. Ja, eine Batterie. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Wir bauen nämlich einen Schrank, wo wir auf jeden Fall... achso, die muss ich erstmal ausbauen, dauert 5 Minuten. Wo wir den ganzen Autokrempel reinpacken. Ich muss mich da so ein bisschen organisieren. Hier sind wahrscheinlich auch noch Reifen. Ja, kann ich leider alle nicht mitnehmen. Oder ich pack die schon mal... Ich pack den Scheiß, den ich habe, hier irgendwo in ein Auto rein. Das wäre natürlich auch eine Lösung.
kann ich nicht mehr aufnehmen. Okay, ich muss tatsächlich schon wieder zurück. Wir haben zwar jetzt schon wieder zwei Taschen mehr, die wir füllen können. Aber es ist, wir haben einfach nicht so viel Inventarplatz. Und wenn ich mir das angucke, ich will ja eigentlich auch nichts wegwerfen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder unsere Bude finden. Warte mal. Ich glaube, wenn wir der Straße folgen, dann kommen wir zu den Gebäuden. Und, und rechts kommt dann irgendwann dieser Trailer. Das heißt, die Hütte müsste... Oh, ich sag, oh, das ist ein Bär. Oh, das ist ein Truck, ein Versorgungstruck. Und ich glaube, das ist unsere Hütte. Kommt das hin? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Können wir auch nicht mehr aufnehmen. Das könnte unsere Hütte sein. Oh, da ist ein Bär. Das sieht gut aus. Die Tür ist offen, da ist ein Water Barrel daneben. Ja, das ist unsere Hütte. Also sie steht hier gar nicht schlecht. Ja, das ist unsere Hütte. Okay. Ich würde sagen... Hunger ist voll, Durst ist voll. Wir craften wieder ein bisschen. Und zwar stellen wir uns hier erstmal noch ein kleines Schränkchen. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ein kleines Schränkchen. Und zwar ein Locker. Mal gucken, wo hier vorne ist. Das ist vorne, ne? Ja, das sieht gut aus. Kriegen wir da zwei nebeneinander hin? Ja, auf jeden Fall. No. Komm schon. Ach, das ist so ein Balken, oder? Fuck. Okay, bauen wir halt einen hin. Dann leg mal los. Wir brauchen viermal Metal Scrap und zweimal Wood. Kurz hier rüber. Die Firma Components war das, glaube ich, ne? Nicht Metal Scrap. Ja, komm, wir legen schnell irgendwas ab. Cola kann hier rein. Das bleibt auf jeden Fall unser Foodschrank. Genau, Components brauche ich. Zack. So, und dann bauen wir gleich noch einen zweiten daneben. Damit wir hier gleich von Anfang an richtig Ordnung halten können. Und nicht mal unseren Scheiß suchen müssen. So. Ist das vorne? Nee. Vorne ist hier. Okay. So, ich bin da auch so ein Schönbauer. Ich muss das... Wenn schon Apokalypse, dann wenigstens organisiert. Noch ein bisschen Components. Und wir brauchen... Wood. Wood, Wood, Wood. Die können wir uns schnell machen. Also langsam werde ich hier so ein bisschen warm mit dem ganzen Menü und mit dem, das muss man halt auch erstmal ein bisschen automatisieren, wie Tastenbelegung ist und so. Oh, scheiße. Wir bauen weiter. Oh nein. Okay, also Mist gehen wir nicht raus. Wir nutzen die Zeit aber, um uns so ein bisschen zu organisieren. Das hier wird der Autoschrank. Packen wir mal die Autoparts rein. Zündkerze hatte ich auch schon. Da hat man noch einen
Reifen, also wir haben schon einiges zusammen. Und ich wollte mir ein paar Nägel craften. Die brauche ich nämlich unter anderem hierfür und für einen Haufen andere Sachen. Und da können wir ein bisschen Zeit rumbringen. 20 Minuten. Na los, leg mal los. Noch einen. Okay, los, komm, noch eine Runde. Haben wir erstmal ein paar Nägel. Dieses Ding. Okay, und jetzt ist auch wieder gutes Wetter draußen. Dann packen wir hier mal den guten Crafting-Scheiß rein. Komponenten. Also alles, was irgendwie verarbeitet ist. Okay, das ist zwar nicht ich denke, ihr wisst, was ich meine. Na generell, wir packen hier mal die ganzen Materialien rein, außer Textilien. Und dann gehen wir auch gleich wieder los. Wir müssen den Tag nutzen. Alter Scrap. Ich will hier echt jetzt nicht fürs Ganze sortieren. Das kann ich eigentlich alles machen, wenn draußen dunkel ist oder irgendwie unschöne Bedingungen sind. Ich räume es jetzt trotzdem hier noch schnell ein. Zack. Dann legen wir noch das ganze Gedöns hier ab. Nehmen wir mit. Also Textilien haben wir auch schon ein bisschen gesammelt. Das können wir natürlich hier reinpacken. Das habe ich vorhin auch nicht gemacht. Dosthunger sieht alles noch gut aus. Das heißt, können wir ablegen. Können wir ablegen und los geht's. Wir ziehen weiter. Oder wir versuchen mal zu diesem Truck zu kommen. Wir haben gesehen, die patrouilliert. Oh, da ist ein Bär, ja. Okay, da kann ich nicht lang. Aber ich gehe nochmal zurück zu der Station, wo ich gerade hergekommen bin. Die ist auch nicht weit weg. Und ein Stückchen weiter drunter haben wir ja auch schon gesehen, da ist noch auch noch irgendwie ein Gebäude. Decken uns erstmal mit allem ein. Ja, die sind auch nicht so leicht zu finden. Stacken, ja, die stacken. Okay. Ja, was jetzt hier ein Branch ist und ein Stick ist und wofür was ist, das muss ich auch erst alles noch ein bisschen rauskriegen. Leaf. Blueberries. Die können wir bestimmt irgendwie anpflanzen. Garantiert. Wir müssen hier die Autos nochmal durchgucken. Noch eine Cola. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt keine mehr. Ich glaube, die nächsten, die ich finde, lasse ich zurück. Und will lieber noch ein bisschen Ammo einpacken. Oder Platz dafür haben, wenn ich welche finde. Oh, das sieht gut aus. Ja, nehmen wir mit. Painkillers. Nee, Antibiotics. Ah, das hatte ich. Auch nice. Okay. Die Reifen. Mit der Scrap. Zündkerze hatte ich noch. Lass ich jetzt erstmal zurück. Da ist auch noch eine Zündkerze drin. Da ist noch eine Cola drin. Die lasse ich jetzt auch zurück. Matches. Sehr gut. Also, Streichhölzer. Branch. Da ist auch nichts drin, aber hier lagen noch zwei Reifen. Die müssen wir uns unbedingt merken. Damit haben wir nämlich die Reifen komplett. Ich glaube, damit haben wir eigentlich... Ne, wir brauchen noch... Also wir haben Batterie, wir haben Zündkerzen, wir haben vier Reifen. Müssten wir eigentlich langsam alles zusammen haben. Ach so, Fuel müssen wir noch sammeln, ja. Da müssen wir uns unbedingt so eine... wie heißt denn das? So ein Kanister bauen. Das sind so, das habe ich schon gemerkt, diesen Autotyp kann man nicht looten. Und ich brauche Ammo. Ach, Motor brauche ich noch. Den nehme ich mit. 20 Minuten, alles klar.
Gut, und damit sind wir auch für heute am Ende. Mach erstmal ein Cutchen und ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüssi.